Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Steg. Hier ist die Interviewreihe und die Podcast-Folge von Selbstbewusst, spürbar, stark von innen. Heute zu Gast ist die ganz bezaubernde Ella Gobbart. Sie selbst bezeichnet sich als Lebensfreude-Expertin auf vier Rädern. Und da können wir jetzt ganz, ganz gespannt sein, was sie uns da berichtet und erzählt. Und sie liebt es, ein Vorbild zu sein und andere Menschen mit ihrer Lebensfreude anzustecken. Da ist sie bei mir genau richtig. Das sind wir dann schon zu zweit. Und sie steht auch so, genauso wie ich, dafür, dass die Umstände nicht immer dass einem das Leben quasi schwer machen oder versauen müssen, sondern dass wir selbst entscheiden, wie wir letzten Endes mit diesen Umständen umgehen. Und wir haben immer eine Wahl, ob wir in der Qual bleiben oder das Beste daraus machen. Und sie selbst verwirklicht trotzdem ihre Träume und ihre Ziele. Und Ella ist seit 16 Jahren, und das ist jetzt sehr erstaunlich, seit 16 Jahren schon im Rollstuhl. Und trotzdem ist sie als Speakerin und Coach da und inspiriert Menschen und unterstützt die Menschen in aktuellen Lebenssituationen, wenn sie unzufrieden sind oder ihre Potenziale oder Möglichkeiten noch nicht erkennen. Ja? Und genau deswegen bietet sie neue Perspektiven. Und um den eigenen Kurs auf mehr Lebensfreude und Leichtigkeit zu lenken. Liebe Ella, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung, Gisa. Und vielen, vielen Dank für diese wundervolle Anmoderation. Da bin ich richtig ein bisschen gerührt. Das hört sich gut an, finde ich. Ja, herzlichen Dank. Liebe Ella, wie kam es dazu? Ja, es geht ja immer darum, gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Und das ist ein Podcast, wo wir anderen Mut machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass auch eine Krise ein Wendepunkt sein kann. Und wie kam es bei dir ganz kurz dazu, dass du jetzt im Rollstuhl bist? Genau, das, ja, wie gesagt, ist jetzt 16 Jahre her und ich bin aufgrund einer Erkrankung, ist eine Vernarbung im Rückenmark entstanden, aufgrund derer ich nicht mehr laufen kann und demnach einen Rollstuhl nutze. Und das für mich Spannende ist halt immer alle, oder viele Menschen denken halt, dass für mich der Moment, wo ich dann im Rollstuhl saß, halt so die größte Lebenskrise war. Und das empfinde ich selbst gar nicht so. Und was war dann deine größte Lebenskrise? Erzähl. Tatsächlich kam das viel, viel später. Ich habe halt, nachdem ich, also das ist ganz spannend eigentlich, also ich erfuhr dann, dass ich halt fortan mein Leben im Rollstuhl streiten werde. Und das Erste war erstmal so, ja, okay. Dann habe ich erstmal angefangen zu organisieren, weil ich wollte ja auf irgendwie, also diese Welle des Mitleides, die mir entgegenflog, die fand ich ehrlich gesagt so furchtbar, dass irgendwie schien jeder so dass den Eindruck zu haben, mein Leben sei jetzt vorbei. Und statt dass ich da irgendwie mitschwing, habe ich dann gedacht, nee, das muss nicht sein, das wird auch nicht so sein, das beweise ich euch jetzt. Ah, okay. Und das war dann halt schon so, also ich habe erstmal, ist man natürlich sowieso beschäftigt, also ich war beschäftigt, mein Leben irgendwie neu zu organisieren, andere Wohnung und naja, alles so organisatorische drumherum. Und dann war es halt auch relativ schnell so, dass ich gedacht habe, so, okay, das habe ich jetzt alles organisiert, was jetzt? Und ich bin auch schon immer ziemlich gerne gereist und so. Ah, dann habe ich lauter Abenteuer gestartet. Habe erstmal als allererstes meinen Tauchschein gemacht und bin dann halt auch wieder in Teilzeit in Beruf zurück. Und ich war sehr damit beschäftigt, das allen, also aus heutiger Perspektive, es allen irgendwie zu beweisen, dass ich trotz Rolli irgendwie ein tolles Leben. Okay, du sagtest gerade, weil das finde ich jetzt gerade ganz spannend und interessant, du sagtest eben, du hast den Tauchschein gemacht. Das war so ziemlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich im Rolli saß. Ich glaube, meinen Tauchschein habe ich kein Jahr, also in dem ersten Jahr, nachdem ich im Rolli saß, habe ich erstmal einen Tauchschein gemacht und bin dann auch nach Ägypten gefahren, in die Wüste, also direkt am Roten Meer, da halt in die Wüste und haben wir in so einem Camp gewohnt und ich bin halt tauchen gegangen. Und Tauchen ist total großartig als Rollstuhlfahrer, weil unter Wasser habe ich kein Handicap. Also da ist ja durch diese Schwerelosigkeit, ich habe dann halt so kleine Schwimmflossen an den Händen, also so Handschuhe, die halt so Schwimmhäute haben. Damit bewege ich mich dann fort. Die Beine, die ziehe ich halt hinterher beim Unterwasserschwimmen. Und das war halt, also das hat mir auch
definitiv in der Situation super geholfen, für mich auch mit meinem Körper irgendwie gut zurechtzukommen, weil da habe ich halt so ein Gefühl von Freiheit gehabt. Und was halt auch sehr, sehr cool war, ich war genau in der richtigen Tauchschule zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Entschuldigung, meine Hunde sind gerade ein bisschen unruhig. Ich meine, ich nehme das jetzt auf. Also bitte nicht wundern. Nur zur Erklärung, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, die gehören halt zu meinen. Ja, man hört so ein kleines Klackern im Hintergrund. Genau. Okay, das sind die Hunde. Jetzt wissen wir alles. Die gehören dazu. Die sperre ich auch nicht weg, wenn ich das. Die gehören ja zu meinem Leben dazu. Also sind die halt auch beim Interview dabei. Genau, und ich bin da halt auch an eine Tauchschule gegangen, die halt für die Menschen mit Handicap irgendwie ganz selbstverständlich dazugehörten. Okay. Und die haben mich halt auch mit auf alle Reisen genommen. Und da waren halt immer so ein, zwei Rollifahrer und lauter Fußgänger. Und das war irgendwie immer völlig selbstverständlich, dass wir dabei waren. Und das hat mir halt auch gezeigt, dass es noch was anderes gibt, außer, oh, wie furchtbar, und dein Leben ist vorbei. Okay. Was ich selber auch nie so empfunden habe, aber was halt schon mir auch oft begegnet ist. Ja, aber ich denke, für viele ist das einfach diese eigene Betroffenheit und auch so die eigene Ängste, damit umzugehen. Ja, weil sie sich nicht vorstellen können, was wäre, wenn ich jetzt im Rollstuhl wäre. Ja, ja. Und das sind dann diese Ängste, die sie dann wiederum auf dich projizieren, und aber auch so diese Ängste, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Weil auch dafür gibt es keine Ausbildung, dafür gibt es keinen Führerschein. Wie gehe ich jetzt als quasi, ja, Angehörige, als von einer Betroffenen damit um? Ja, und insofern. Große Herausforderung. Ich habe es tatsächlich manchmal so empfunden, dass mein Umfeld größere Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen, als ich selber. Mhm. Ich selber war natürlich auch irgendwie in der Situation, dass ich halt auch da schon immer gedacht habe, okay, ich kann jetzt irgendwie das Beste draus machen. Ja. Rückblickend gesehen war ich aber auch sehr so darauf versessen, sage ich jetzt mal, das allen zu beweisen. Also, dass ich halt erstmal halt irgendwie noch ein tolles Leben haben kann und dass ich vor allen Dingen auch noch was leisten kann, weil Leistung war schon immer ein großes Thema. Mhm. Damit, ne, bin ich auch aufgewachsen, so Leistung bringen ist wichtig und so. Und auf einmal zu merken, so in der Gesellschaft ist man irgendwie nichts mehr wert, das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung. Und statt den Wert erstmal bei mir zu suchen, habe ich dann natürlich total mitgespielt und habe irgendwie über viele Jahre alles gegeben. Okay. Auch deutlich über meine Grenzen hinaus. Und ich denke, das würde ich aus heutiger Sicht auch viel, viel eher als die größte Krise in meinem Leben halt bezeichnen, dass ich im Grunde mich selbst und ja auch meine Freiheit und mich selbst halt verloren habe. Ich sag mal, die Freiheit, die ich halt durch das Tauchen und die ganzen Reisen und so wiedergewonnen hatte, die habe ich mir im Innen aber gekappt. Dadurch, dass ich halt permanent auf der Suche war, auch nach Anerkennung für das, was ich trotz Rollstuhl alles noch so auf die Reihe bekomme. Okay, genau. Ja, so. Und wie gesagt, immer auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung. Und ja, so nach dem Motto, du bist ja doch eine Tolle, du kannst das ja doch noch, genau. Und so weiter. Aber auch so diese innere Bestätigung. Aber nichtsdestotrotz, klar war das natürlich die Suche oder die Reise nach Anerkennung und Wertschätzung. Und ne, weil du dich selbst nicht mehr so als wertig gesehen hast, dass dann trotzdem von außen, sag ich mal, noch so eine Zufuhr kommt und dass du dich trotzdem auch spürst, wenn du auch Teile deines Körpers nicht mehr so spürst. Aber ich kann das gut nachvollziehen und ich sehe jetzt auch ganz, ganz ehrlich nichts Verwerfliches da drin, oder wenn du sagst, das war dein innerer Motor, das war dein Antrieb, ja, weil der hat dich nichtsdestotrotz ich sag's mal, am Leben gehalten. Also Leben in Form von, du weißt, was ich meine, ja. Also Lebensfreude und trotzdem noch so mitten im Leben zu stehen, weil andere geben sich auf und die ziehen sich zurück. Das stimmt. Das hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Seite gehabt, weil das hat mit mir im Grunde ja auch schon auch ein aufregendes Leben oder ne, mitten im Leben halt geschenkt. Die Freude ist mir halt schon auch irgendwann verloren gegangen, so. Wie gesagt, es war eher irgendwann so ein Funktionieren. Und ich sag mal, die Sucht nach Anerkennung, die war schon echt ganz schön groß. Und darüber habe ich mich selbst halt für mein Gefühl halt auch wirklich verloren. So, und das war, aber darüber hast du dich letzten Endes auch definiert, ne? Ja,
Okay. Und, wie bist du da wieder rausgekommen, dass, sag ich mal, dass du wieder so deine Ella wieder gefunden hast? Letztendlich über ein Coaching. Ich habe das gar nicht so bewusst irgendwie, ja, ich hatte dann immer mal so Auf und Abs und so und mir selbst war das lange auch gar nicht so bewusst. Und irgendwann bin ich dann mit Coaching in Kontakt gekommen und da habe ich erstmal überhaupt realisiert, also für mich war das Normalzustand. Und da ist mir das überhaupt erst bewusst geworden, was ich mit meinem Leben da gerade mache und was ich vor allen Dingen mit mir selber mache. Und es gab halt so verschiedene Stellschrauben. Aber ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor war halt, dass ich mich einfach entschieden habe, dass ich das so nicht mehr will. Dass ich halt einfach meinen Wert auch nicht mehr über Äußerlichkeiten halt bestimmen lassen möchte. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, einfach so diese Entscheidung zu treffen. Und von da an kam so eins zum anderen. Und das waren vielleicht Wochen oder Monate, nicht lange, da merkte ich auf einmal, dass ich auch wieder freier wurde und dann, dass meine Lebensfreude kam zurück und jeder Mensch sprach mich auf der Straße an und sagte, ach, du strahlst ja so. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, was, du strahlst, das könnte ich ja nicht in deiner Situation. Ja. So, okay, aber du strahlst ja auch nicht, obwohl du laufen kannst. Ne? Also ist das für mich, ist das halt nicht von dem Umstand ab, ob ich jetzt laufen kann. Nein. Oder nicht. Also ich habe einfach ein tolles Leben. Ich habe mir auch meine Abenteuerlust und so, das habe ich mir bewahrt. Mhm. Und kann es aber heute auch wieder viel, viel mehr genießen, weil ich es nicht mehr tue, um irgendwie Bestätigung zu bekommen, dass ich ja eine Tolle bin, so trotzdem ich im Rolli sitze, sondern dass ich das halt aus mir heraus einfach so diesen inneren Frieden da habe, dass ich gut bin, so wie ich bin. Super. Und wie hast du das geschafft? Du sagtest eben, das war ein Prozess. Ja. Wie hast du es geschafft, dann deinen inneren Frieden wieder zu dir zurückzuholen? Ich sag mal, wieder bei dir anzukommen, in dein Herz. Lass mal die ganze Bestätigungsgeschichte mal weg. Wie war der Weg? Ja, wie bist du wieder bei dir angekommen? Letztendlich habe ich mich natürlich schon auch mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Also auch mit so Sachen, die... Also ich sag mal... So Vergebung mir selbst gegenüber ist ein Riesenschritt gewesen. So also oft, ja. Nicht nur jetzt den anderen vergeben für das, ne, sondern vor allen Dingen mir selber, weil letztendlich war ich es ja, die das mit mir gemacht hat. Mhm. Das war ein ganz, ganz großer Schritt. Und einfach... Die Entscheidung sagtest du vorher schon. Ja. Und ein Coaching. Aber was hat dich noch den Schritt... Ja, klingt komisch, oder den Schritt weitergehen lassen. Aber ich weiß, dass wir das darüber lachen können. Aber welcher Step hat es denn gebraucht, um diesen Schubser? Weil du bist ja jetzt heute selbst auch unter anderem als Coach tätig und hilfst anderen Menschen in ihrer Lebensfreude. Wer kommt denn so zum Beispiel zu dir? Ja, halt, ich sag mal so oft auch Menschen, die sich... über Leistung definieren, die halt auch sagen, sie haben sich verloren, weil sie halt irgendwie in so einem Hamsterrad aus Job und Leistungserwartung erfüllen und so sind. Oder Menschen, die sich Veränderung einfach im Leben wünschen, weil sie zum Beispiel Single sind und sich wundern, was das mit ihnen zu tun, also denken, das hat was mit ihnen zu tun, was ja auch so ist, also ja, das sind dann so die Selbstwertthemen, ne? Genau, also klar, also letztendlich geht es halt immer um so Selbstwert und für mich eher, ist es noch eher die Selbstachtung als der Selbstwert. Und das war für mich tatsächlich auch, so formuliere ich das heute, dass ich sage, für mich war das eigentlich das, wie ich mich wiedergefunden habe, so meine Selbstachtung wieder zu entdecken. Okay. Das war für mich der ganz entscheidende Schritt, weil halt auch wirklich mich wichtig zu nehmen, nicht nach den vermeintlichen Erwartungen anderer Menschen zu leben,
Und wirklich auch so gucken, so dieses, das kennt ja jeder, ne? So, ja, das macht man doch nicht. Ja. Wer ist man? Ne, so, ja, genau. So, was ist jetzt, was ist mit mir, was möchte ich jetzt? Und das hat für mich auch null was mit Egoismus zu tun, sondern halt mich auch nicht mehr zu jedermanns Deppen zu machen und mich für alle aufzuopfern und abzurackern, nur um irgendwie lieb gehabt zu werden. Sondern zu sagen, so, okay, Moment mal, tue ich das, weil ich es von Herzen gerne tue, weil ich jemanden lieb habe und ihm eine Freude machen möchte oder weil ich jetzt einfach auch mal Spaß dran habe? Oder tue ich das nur, weil ich Angst habe, dass der andere mich sonst nicht mehr mag? Ja, klar. Das war so diese Selbstachtung, das war für mich, das ist natürlich ein Prozess. Aber wenn mich heute jemand fragt, was war so der ganz große entscheidende Faktor, würde ich sagen, dass ich meine Selbstachtung wiedergefunden habe. Okay. Und durch die Selbstachtung kam halt auch die Lebensfreude wieder. Okay, also es wäre eigentlich meine Frage gewesen, was war dein größtes Learning daraus? Und für dich ist es in der Tat so, dass es eben halt diese Selbstachtung und die Lebensfreude dann dadurch wieder, ja, wie du sagtest vorhin, zum Strahlen kam, ne? Also du und damit das Ganze. Und gibt es oder gab es in der Zeit eine Person oder ein Buch, das dich inspiriert hat, an dir zu arbeiten, voranzukommen? Ja, also ich habe auch viele Bücher gelesen, aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass eine Person ganz konkret tatsächlich mich halt eine ganze Zeit begleitet hat und das war halt mein Coach Nina Deißler und okay. Ich habe halt ein Online-Programm bei ihr gemacht, wo wir quasi dann zusammen ein Jahr halt auch an so Selbstvertrauensthemen gearbeitet haben und uns auch regelmäßig halt begleitende Coachings hatten und so. Und halt dieses kontinuierliche Dranbleiben und dazu, ich muss eigentlich noch jemand Zweites nennen, weil ein sehr guter Freund, also wir sind heute sehr, sehr gut befreundet und haben uns über das Programm kennengelernt und wir waren sozusagen Buddies. Und wir haben uns gegenseitig immer auch gepusht, halt dran zu ja. an unserer persönlichen Entwicklung und haben uns ausgetauscht und Jan ist wirklich heute einer meiner besten Freunde und wir haben uns da, glaube ich, auch gegenseitig echt durchgetragen und sind heute beide nicht mehr die Menschen, die wir waren, als wir mit diesem Programm angefangen haben, weil wir einfach das für uns genutzt haben und ich, wie gesagt, ich habe mitbekommen, du hast jetzt auch gerade ein Online-Programm ganz neu im Angebot. Ja, genau. Es ist im Prinzip ist es genau das. Dieses Online-Programm ist Krisen überwinden, Lebensfreude finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich sage, mach aus deinen Krisen einen Wendepunkt, ja. Und das ist jetzt erstmal ein dreimonatiger, sag ich mal, akut Online-Kurs. Und da wird es dann jeden Monat ein Zoom-Call geben und es wird 1:1 Coachings geben. Also ein Webinar mit Zoom-Call meine ich das jetzt damit. Ja. Ein Webinar. Es wird begleitend Arbeitsblätter geben, also jede Woche dann zum Thema dementsprechend Arbeitsblätter. Es wird eine Gruppe geben, wo man sich dann austauschen kann. Es wird niemand alleine gelassen, aber das ist so was Ähnliches, wie du hast, aber halt tatsächlich. Das klingt sehr ähnlich zu dem, was ich gemacht habe und das ist jetzt bei mir schon ich glaube vor 2 Jahren war ich so weit, ja genau. Was seitdem auch passiert ist, auch in meinem Leben, dass ich jetzt halt selber in die Coach-Ausbildung fast abgeschlossen habe und dass ich kann das total empfehlen. Viele sind ja auch so mit diesen Online-Geschichten immer so, und ob das was hilft. Ich kann das echt total empfehlen, weil es jeder in seinem Rhythmus, natürlich muss man sich dann halt auch ein bisschen aufraffen, um dran zu bleiben. Aber ich finde das total großartig. Und für mich war, ich sag mal tatsächlich, ein Online-Programm, das mein Leben verändert hat. Ja, genau. Und bei mir, also ich bin jetzt einfach dazu gekommen, das so zu machen, weil so viele in meinem Umfeld und auch meine
Follower dann ganz oft sagen, boah, Lisa, ich hätte ja gerne mal teilgenommen, weil ich ja auch diese Workshops offline mache. Und das sind wirklich dann auch 2 intensive Tage. Ja? Und wir sind eine Gruppe zwischen eben, je nachdem, wie viel dann sich angemeldet haben, zwischen 4 und maximal 8, 10 Leute. Also ne, so 10 ja. maximal, weil wir dann auch in die Tiefe gehen. Wir schauen die Glaubenssätze an und wir machen Glaubenssatzarbeit. Wir machen wenn es Bedarf ist, eine Aufstellungsarbeit, weil ich auch systemische Beraterin bin. Und wir wollen wirklich alles, also es gibt ein Rahmenprogramm, aber dennoch ist es sehr zugeschnitten und mag vielleicht für den einen oder anderen blöd klingen, aber mir sind die kleinen Gruppen wirklich wesentlich lieber, weil ich da so viel bewirken kann im Kleinen. Die gehen dann also auch raus nach diesen 2 Tagen Intensivtraining, im wahrsten Sinne des Wortes, auch schon mit einer großen Veränderung, und ich merke dann an den Feedbacks eben halt, die erzählen mir dann so ähnliche Sachen, wie du das jetzt gerade erzählst, dass wirklich der Blick auf die Dinge sich verändert haben, ja, also auf die Krise, auf das Drama, ja, das Drama, für viele ist es ja dann auch ein Drama. Und ja, und deshalb finde ich es so schön, dass du das auch so ansprichst und dass du das selbst auch so erlebt hast. Ja, weil das ist genau das, was du sagst und wie du das beschreibst, ist ein Teil meiner Arbeit. Genau, ja. Und für mich war es halt wirklich auch so, wie gesagt, ich konnte mich selbst halt nicht mehr fühlen und spüren. Und letztendlich habe ich dann halt auch gemerkt, ja, es ist halt auch dieses Selbstvertrauen, Selbstachtungsthema. Deswegen im Grunde hatte diese Suche nach der Bestätigung und so, das hatte jetzt nichts mit meinem Handicap zu tun. Also das habe ich zwar immer darauf geschoben, aber ich weiß, das erleben hunderttausende andere Menschen genauso. Genau, aber das war das emotionale Handicap. Ja, genau. Ja. Das ist für mich tatsächlich auch heute Motor, weil mein Leben ist heute so, so viel besser und großartiger. Und es ist ja so, ich habe wirklich wieder Freude und erlebe ja auch so eine neue Freiheit dadurch und kann wirklich halt auch mein bestes Leben leben. Und das möchte ich halt einfach auch so gerne mitnehmen, weil ich wünsche mir immer, wenn ich auf die Straße gehe, also so stelle ich mir das immer vor, wenn ich auf die Straße gehe, dass viel mehr Menschen, auf die ich treffe, einfach strahlen, weil sie ihr Leben leben, weil sie eine hohe Selbstachtung haben und einfach glücklich sind in dem, was sie tun und wie sie leben, statt sich nach so äußeren Bedingungen irgendwie immer zu denken, man muss ja. Und genau. Ich nenne das auch ein großer Antrieb. Genau, ich nenne es gerne immer auch ein selbstbestimmtes Leben, ja, mit dem eigenen Selbstwert. Und ja, das ist ganz, ganz toll, wie du das beschreibst. Und ich würde ganz gerne jetzt so zum Abschluss von dir noch 3 knackige Tipps haben und wissen. Was gibst du, wenn jemand in so eine Situation kommt und merkt, er verliert sich vielleicht auch gerade, so wie du dich verloren hast, ja? Dass der Rollstuhl gar nicht das Thema war, sondern das Ego. Ja? Also, können wir mal krass so sagen. Ja? Was gibst du demjenigen dann mit auf dem Weg? Also 3 knackige Tipps. Was würde denen also helfen? Also als allererstes sage ich immer, treff eine Entscheidung. Ja. Treff eine Entscheidung, dass du wirklich was verändern willst. Weil nur mal so ein bisschen mal gucken und ach, und vielleicht, ja, dann kannst du es auch bleiben lassen. Mhm. Du wirklich verändern und dann triff eine Entscheidung und mach einen Vertrag mit dir selbst. Schreib das auf und sag, ich will Veränderung und erinnere dich immer wieder dran. Super. Zweiter Tipp für mich immer, Fokus. Worauf richtest du dein Blick in deinem Leben? Guckst du auf das, was irgendwie gut ist, oder guckst du auf das, was irgendwie nicht so gut läuft? Und ich sage immer, schärf mal den Fokus neu. Und ich habe mir halt total angewöhnt, das habe ich vorher auch schon gemacht, aber jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren noch viel, viel, viel mehr, wirklich meinen Blick darauf auszurichten, was läuft in meinem Leben richtig gut oder ziemlich gut. Und nicht auf das zu gucken, was mich jetzt vielleicht gerade nervt oder was nicht läuft. Und das macht was. Ja, genau. Und für mich halt immer der dritte große Punkt ist wirklich, überleg dir, was sind deine Werte und was sind deine Ziele und was willst du in deinem Leben? Und schau mal, ob das, was du jeden Tag machst, wonach du lebst, ob du das lebst, weil das wirklich auch deine Werte sind, oder ob du was übernommen hast oder ob du vielleicht ein Leben gestaltest, was nach
den Vorstellungen von Eltern, Nachbarn oder, keine Ahnung, Arbeitskollegen ist, weil man das ja so macht. Mhm. Ja, so dieses, was sind die Werte in deinem Leben und nach denen du lebst und sind das wirklich deine Werte? Ja. Oder ja, genau. Hast du die von jemandem übernommen? Das war für mich auch nochmal ein ganz großer Gamechanger, mir halt wirklich, mir das, und das ist mir auch tatsächlich erst später nochmal so bewusst geworden, so, dass ich halt auch viele Werte übernommen habe, die für mich schon auch wichtig sind, aber nicht so einen hohen Stellenwert haben, wie sie zum Beispiel für meine Familie haben und dass mir ganz andere Werte wichtig sind und dass ich da einfach auch nach meinem eigenen Wertesystem unbedingt leben darf und auch soll. Genau, und das sind jetzt drei Punkte, aber der dritte Punkt ist im Prinzip schon gleich wieder beim ersten Punkt angelangt, weil wenn du deine Werte hast, trifft die Entscheidung. Ja? Entschuldigung. Ich sage es nochmal, falls es jetzt untergegangen ist. Wenn du deine Werte hast, dann triff die Entscheidung. Dann sind wir wieder am ersten Punkt. Ja? So. Aufgrund der Werte. Entschuldigung, bei mir klingelt es gerade an der Tür. Das ist so. Okay, dann verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank, liebe Ella, für das Interview. Das ist jemand von der Apotheke. Englisch ist jetzt. So, nach kleiner, kurzer Unterbrechung geht es jetzt weiter zum Verabschieden. Liebe Ella, herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du uns und den anderen da draußen alle so viel Mut machst, ja, dass oft der Umstand als solches gar nicht das große Problem ist, sondern wie wir schon erfasst haben und erkannt haben, unser Mindset und unser Ego uns dann im Wege steht für ein selbstbestimmtes und lebensfrohes Leben. Und es ist toll, dass du jetzt aufgrund deiner Erfahrung eben halt dann qualifizierte Ausbildungen machst, um andere dann auch ja, aus ihrem Sumpf, sag ich mal, heraushilfst. Und Ella, danke dir. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu Gast zu sein. Immer. Ja, hier war der Podcast, die Interviewreihe von Gisa Steg. Selbstbewusst, spürbar stark von innen oder wir aus Wunden Wunder werden. Ella und ich freuen uns natürlich, wenn du den YouTube-Channel hier likest, einen Kommentar hinterlässt, es teilst oder eben halt eine Bewertung auf dem iTunes abgibst. Wo auch immer du es hörst. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.